Hello and welcome to Australia. FIFA 60 Karrieremodus mit unseren Central Coast Mariners. Und wir blicken gleich mal hier auf die Tabelle. Und wir sehen, wir haben zwar einen Tabellenplatz verloren, sind nur mehr unter Anführungszeichen auf Platz 3 zu finden. Aber trotzdem ist das eine sehr, sehr gute Platzierung für unsere Mariners, die uns wahrscheinlich hier vor der Saison noch keiner zugetraut hätte. Natürlich geht es noch sehr, sehr lange. Wir haben gerade mal 6 absolvierte Partien, aber immerhin 50% davon gewonnen. Das kann sich, denke ich, sehen lassen für eine Mannschaft, die letztes Jahr, wie eben schon mehrfach erwähnt, auf dem 10. Platz gelandet ist. Also deswegen kann man, denke ich, durchaus zufrieden sein mit der Performance unserer Truppe aus Central Coast. Wir haben es leider eben nicht geschafft, Melbourne City zu schlagen, mussten am Ende noch mit einem sehr, sehr glücklichen Punkt leben. Ja, und im Endeffekt eben damit zufrieden sein, werden wir hier eine Trainingsverletzung sehen. Okay, Ashcroft fällt 3 Tage aus, das Gott sei Dank jetzt nicht die ganz große, ja, Baustelle. Jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen um in der Jugend. Was haben wir denn da? Andy Brown, der hört sich doch interessant an. 15, ein Keeper, okay. Was haben wir sonst? Liam Malik, auch der eigentlich recht vielversprechend vom Potenzial, ja, und sonst einer, der uns weggescoutet wurde, Duncan, aber der ist sowieso nicht wahnsinnig interessant, aber Liam Malik, den hätte ich gesagt, verpflichten wir, und auch diesen Mann, Andy Brown, kommt ebenfalls in unsere Jugendakademie, und dann, ja, wird auch das Netzwerk schon aufgelöst, das heißt, wir müssen den Scout erneut wegschicken, alles klar, das werden wir auch gleich erledigen, dann schauen wir uns eben ab da, Jugendstab, genau, mal an. Wo soll es denn hingehen? Ja, nach Australien oder vielleicht doch woanders hin. Ich hätte gesagt, ja, also 3 Monate noch Australien. Die Station danach wird auf jeden Fall dann was anderes. Aber ich bin eher ein Fan eben von einheimischen Spielern. So, die Nachricht noch erhalten, dass das Scout-Netzwerk aufgebaut wird. Und dann schauen wir uns den Teambericht zusammen an. Da sehen wir Iso. Auf 60 ist der Mann jetzt schon. Der 20-Jährige, er macht eine hervorragende Performance bis jetzt in dieser Saison. Nach der Vorbereitung, die doch eher, ja, sagen wir mal, ausgeglichen war bei ihm, hat er sich deutlich gesteigert, und der unangefochtene Einserkeeper mittlerweile eben jetzt bei uns, Storm Rooks, ja, er immer noch gleich geblieben, Ashcroft mit 59, ja, er macht immerhin eine gute Performance auch insgesamt, auch wenn er keine hohe Gesamtstärke hat. Ansonsten Austin bei 64, der war, glaube ich, schon, McGing 61 ist auch nicht neu, aber Liam Rose, der ist jetzt auf 60. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der das nicht schon gehabt hat, aber Rose, glaube ich, hat was dazu bekommen. Wir sehen hier, okay, der andere, Josh Rose, Rose natürlich, der die Karriere beenden wird mit 62 immer noch, und Gil Pass schon mit 61, also der Junge, der ist ein Riesentalent der Argentinier. Ja, wäre natürlich interessant zu erfahren, aus welcher Jugendakademie der gekommen ist. Seinem Trikot nachzuurteilen, könnten es ja die Boca Juniors gewesen sein. Bohecia, der große Matchwinner, zuletzt eben beim 1:1. gegen Melbourne City. Wir sehen auch, ja, sein Vertrag läuft aus, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber wir werden ihn natürlich verlängern, sobald es geht. Bei Barry sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, der ist nicht so wahnsinnig interessant. Adelson, auch schon mit 55, der hat auf jeden Fall jetzt auch was dazu bekommen, hat ja auch nicht die hervorragendsten Werte, aber als Backup für rechts ist er sicher zu gebrauchen. Auch Bingham, der trainiert sehr, sehr fleißig mit 56, ja, Pierce, Goalie Nummer 3 bzw. Nummer 4, ja, Pochelliero, der hat sich letztens beschwert, er möchte mehr Einsatzzeit, ist im Moment ja nicht wirklich gefragt bei uns, obwohl er ja gute Werte hätte. Vielleicht werden wir ihm ja demnächst auch eine Möglichkeit geben, sich zu beweisen. Bis jetzt steht die Abwehr aber im Großen und Ganzen recht souverän. Bei uns ist die Baustelle eher in der Offensive. Und ja, das ist es dann auch schon vom Mannschaftsbericht. Und dann schauen wir eben in die nächste Partie gleich. Da wartet Adelaide United auf uns. Und ja, wir sehen uns dann gleich. So, Adelaide United trifft eben auf unsere Central Coast Mariners. Es geht in Spieltag Nummer 7. Und wir haben wieder ein Auswärtsspiel vor der Brust. Zuletzt haben wir uns auswärts eigentlich ein bisschen leichter getan als zu Hause. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, was heute rauskommt. Der Blick auf die Tabelle, es ist ein Spitzenspiel. Adelaide United, der Ex-Club von James Jago, der aktuell beim SK Sturm spielt, ist Tabellenführer. Und wir sind dicht dahinter auf Platz 3. Also 2 Teams, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war, wobei wir definitiv wohl die größere Überraschung sind. Im Fokus sehen wir hier Sanchez von Adelaide mit bereits 3 Treffern. Also der in der Schützenliste schon recht weit vorn mit dabei. Also hier sehen wir einen Pablo auf dem Trikot bedruckt mit der Nummer 7. Und dann sehen wir uns auch die Aufstellungen an. Das ist die
Startformation von Adelaide United. Die spielen mit, wie könnte es anders sein, einem 4-3-3-System. Also das Gang und Gäbe in dieser australischen A-League. Ja, eigentlich eh was Positives. Also alle Teams wollen die Offensive fokussieren, was ich begrüßen kann. Und unsere Aufstellung natürlich. Da gab es eine Umstellung, eine gröbere. Pass in der Startelf statt Montgomery. Ja, nicht allein wegen des Gegentreffers, aber es war nicht der beste Tag von Montgomery. Ansonsten beginnt wieder McGing in der Abwehr neben Ashcroft. Die haben ihre Sache im Zusammenspiel insgesamt recht gut gemacht. Und den Anstoß, den hat Adelaide komplett in Rot. Und unsere Mariners eben wieder in karibischem Gelb. Und jetzt kommt Sanchez, Diété. Wieder Sanchez und die Flanke und die landet aber gerade noch, ja, vor den Füßen eines Adelaide-Spielers leider. Rojas, wieder Rojas, heute viel, viel besser als zuletzt. Viel aktiver, Rojas versucht es mal selber, schießt den Gegner an. Der Ball bleibt aber noch immer in der Nähe des 16ers und das ist die Möglichkeit, jetzt Pass und er macht ihn und wie. Aber wie? Pass mit dem Führungstor. Der 16-jährige Argentinier erzielt sein allererstes Tor. Das Wunderkind aus Australien. Ihr könnt auch gerne ihn den australischen Messi nennen. Auf jeden Fall hat er das super gemacht. Natürlich ein Katastrophenfehler. Eigentlich eine Fehlerkette in der Adelaide-Abwehr. Und dann macht er das wie ein Lionel Messi durch die Beine des Gegenspielers, die sich dann hier noch gegenseitig umgrätschen. Die Adelaide-Spieler, also wirklich ein Slapstick-Tor, wenn man so will, aber von Pass selber wunderschön gemacht. Und da darf er sich zu Recht freuen mit seinen 16 Jahren. Würde mich nicht wundern, wenn er der jüngste Torschütze in der Geschichte der A-League ist. Auf jeden Fall geht es hier mit einem 1:0 für unsere Central Coast Mariners weiter. McDonald, der macht das hier auch sehr sauber. Pass. Luis Garcia, Rojas, Fehler, Carrusco, oh nein, und dann ist es passiert. Und Diété, Minute 27, macht die Führung für unsere Central Coast Mariners gleich wieder weg. Ja, das ist leider viel zu einfach gegangen. Wieder ein Fehler im Mittelfeld, das fällt jetzt langsam auf. Und ich glaube, Rojas war es, der den Ball verloren hat. Dann geht das natürlich sehr schnell. Diété macht das auch eiskalt. Da ist auch sein Gegenspieler natürlich viel zu weit weg. In dem Fall ist es Ashcroft. Ja, aber das ist eben, weil das Team mit der Vorwärtsbewegung war und eben nicht gerechnet hat, dass es da den Ballverlust hinnehmen muss. Aber es ist eben so gekommen. Und Bruce Diété erzielt sein erstes Saisontor in dieser Spielzeit. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Und Lovo über links. Auf Austin. Austin, los geht's. Austin. Ja, versucht ihn wieder nach innen zu ziehen. Macht das hier sehr schön. Austin sucht einen Glovo. Der dreht sich und er macht ihn rein. Na, bitteschön. Dino und Glovo, 36. Und wir sind wieder in Führung. Na, bitte. Da flattern sie doch rein, die Tore. Austin macht das wieder herrlich. Ähnlich wie schon das Tor von Buhecha gegen Melbourne City in der Vorwache. Ein Pass in die Mitte, Austin, der nach innen zieht. Und aus kurzer Distanz kann Dino und Lovo natürlich sich das Tor schmecken lassen. Wunderbar, der Dino hat Hunger. Vierter Saisontreffer bereits für den Neuzugang aus Südafrika. Und wir führen wieder gegen Tabellenführer Adelaide mit 2:1. Im Freistoß darf Austin selber jetzt mal treten. Und Kopfmann Lovo. Und das war eine super Parade von Gerlekovic. Minute 43 um ein Haar, das dritte Tor für die Mariners. Das war eine ganz, ganz dicke Chance. Lovo steigt da wunderbar hoch, aber eine Top-Parade des Adelaide-Schlussmanns Gelekovic, der gerade noch eingreifen kann. Ecke jetzt, Luis Garcia mit dem Korb bei Rojas, aber Gelekovic hat den ganz sicher. Karuska, der bleibt am Ball. Karuska bringt er den rüber, Mauk knapp daneben. Und das ist der Halbzeitpfiff. 2:1 für unsere Central Coast Mariners hier gegen Adelaide United. Also, es sah schon trostloser aus in der Pause. Dean und Lovo hat auch mal wieder ein Tor gemacht. 4 Treffer also mittlerweile für ihn. Und mit dem 2:1 geht's in die Kabine. Freistoß Minute 55 also für gar nichts. Und der ist ans Aluminium gekracht, meine Güte. Und jetzt die Kontermöglichkeit für uns. Luis Garcia, aber der verschläft hier die Situation. Kawakuska, Isaias mit dem Schuss und ein super Tor.
62. Ausgleich. Isaias macht das Tor für Adelaide United. Also, die schlagen wieder zurück, haben hier natürlich viel zu viel Platz, um zu kombinieren. Das geht auch sehr, sehr schnell. Das Tor selber dann ein sehr schönes, also da kann man ISO eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Die Verteidiger und die Defensivspieler, die stehen hier eben viel zu weit weg von Isaias, der eben freie Schussbahn mehr oder weniger hat und ISO nicht den Hauch einer Abwehrmöglichkeit, wie schon erwähnt, lässt. Also, 2:2. Das Tore schießen geht also munter weiter hier in dieser Partie. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, können unsere Mariners da wieder darauf antworten? Nach eben zweimaliger Führung, zweimal den Ausgleich, das ist schon ärgerlich und muss nicht sein. Also die Abwehr heute nicht wirklich sattelfest. Kurz gespielt, Pass, der versucht es jetzt selber durchzukommen. Pass auf Austin und Lovu. Pass und da ist er, der kleine Mann, und in die Arme von Galekovic. Jetzt wollen natürlich beide Teams ja diese 3 Punkte einfahren. Also auf Unentschieden spielt ja keiner. Und der Fehler da hinten und ISO mit einer Sensationsparade. Und weiter geht's mit einem Dreierwechsel. O'Donovan, Montgomery neu in die Partie. Und jetzt hier Ekball ins Out und Buhecia eben noch. Buhecia, der auf die 10 jetzt kommt. Der große Held gegen Melbourne. Montgomery über rechts jetzt auf O'Donovan. O'Donovan, immer noch O'Donovan. O'Donovan lässt sich nicht abschütteln. O'Donovan. Und der ist nicht drin. Nein, das ist doch unfassbar. Das war der Matchball. Das war der Matchball. Oh mein Gott. Und Lovu, der muss drin sein. Und das ist der Schlusspfiff. Ist das bitter. Wir hatten den Matchball auf dem Fuß. Dino und Lovu. Das waren keine 3-4 Meter weg vom Tor und der setzt den Beinhard noch an die Stange. Das ist jetzt natürlich wirklich bitter, denn unterm Strich waren wir dem Sieg näher als Adelaide United. Also ohne Wenn und Aber. Dino und Lovu heute auf jeden Fall der tragische Held. Er hat ein Tor gemacht, hätte aber sein zweites erzielen müssen. Und der wird selber am meisten daran jetzt zu knabbern haben. Unterm Strich ein Punkt natürlich, ja, gegen Adelaide United. Vorher hätte ich den gern angenommen. So muss man sich doch ein bisschen ärgern. Zweimal hat man geführt, zweimal hat man es nicht über die Zeit gebracht. Am Ende ein sehr unterhaltsames Spiel, das eben jetzt vorbei ist. Und ja, ich verabschiede mich natürlich. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, abonniert gerne unseren Kanal. Gebt uns ein Like, wenn es euch gefallen hat, hier bei The Lens TV. Und wir sehen uns eben zum nächsten Mal. Bis dann.